Und damit, meine Lieben, mit dem Vermintide Team Music hier geht's los. Wir spielen immer noch Zitadelle der Ewigkeit. In der letzten Folge war es ja ganz besonders gewesen. Aber wir sollten das hier hoffentlich zu unseren Mates schaffen. Das Problem ist, dass wir gerade... Vielleicht kriegen wir noch einen anderen Trank. Ja, wir können Wendigkeit trinken. Wir können Heilung trinken. Wir können hier nochmal Heilung mitnehmen. Und jetzt haben wir Wendigkeit. Das können wir in der Theorie ganz, ganz flott zu unseren Mates. Na gut, die Treppe können wir jetzt nicht so gut runter dodgen, leider. So, gibt es hier ein paar Coins zu mitnehmen? Ja, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Haben wir... Ne, wir haben irgendwas von Slaanesh. Okay, wir warten ganz kurz hier und gucken mal, dass wir den Assassin hier wegholen. So, Assassiner. Deine Zeit ist vorbei. Die hier Feuerratten sind auch jetzt gleich fertig. Wir machen das hier noch ein, zwei Mal weiter und dann... Wir können auch den hier machen. So, aber es müsste jetzt auch genug sein. Wendigkeit können wir nochmal schnell trinken. Und dann gehen wir hier hoch. Holen unsere Mates hoch. Und dann geht's weiter. So, wir holen mal Salty hoch, geben ihm die Bombe. Und dann holen wir Baden hoch. Dann kann Baden die Bombe nehmen. Und Kruber liegt halt irgendwo am Arsch der Map. Warte, wir können nochmal Heilung hier geben. Dann können wir hier unten nochmal ein bisschen Heilung mitnehmen. Ich glaube, es waren zwei hier unten, oder? Genau, da war noch ein weiterer Heiltrank. Uiuiui. War gar nicht so schlimm jetzt gerade, muss ich echt gestehen. Ich habe mir den Anfang hier deutlich schlimmer vorgestellt. Okay, da hinten ist noch ein Heiltrank, das ist sehr nice. Den kann jemand dann noch trinken von den beiden. Was haben wir eigentlich? Schaden teilen. Okay, Schaden teilen ist natürlich nicht so nice. Aber auch nicht so schlimm. So, irgendjemand... Ich heile mal Victor hoch. So. Okay, jetzt habe ich den dann nochmal Heilung geklaut, aber ist nicht so schlimm. Munition, ja, nehmen wir... Oh, wir sind schon voll. Nehmen wir nicht mit. Und ich hoffe mal, dass wir noch ein paar Amboss und so bekommen. Das wäre ganz nice. Oh ja, das ist unser erster Amboss. Dann werden wir uns den gleich holen. Wir werden den für den Bogen nehmen, würde ich sagen. Bogen ist gerade auch unsere hier Hauptwaffe. Da gucken wir mal, dass wir hier nochmal ein bisschen was wegholen. So, nochmal ein bisschen hier schön reinschießen. Die Beast Gores ein bisschen ärgern. Sehr nice. Da oben kommt noch irgendwo ein anderer. Hokrate kriegt Baden, oder? Na, das läuft noch ein bisschen woanders lang. Okay, Baden hat. Sehr nice. Okay, ich nehme mit und gehe dann hoch. Das ist, glaube ich, das Beste. Oh, oh, verdammt. Das ist sehr gut sogar. Was haben wir noch? Wir haben Monster. Wir haben... Oh, verdammt. Das ist sehr guter Hackbane-Bogen. Doppelfall wäre wahrscheinlich noch ein bisschen geiler gewesen, aber... Dass der hier durch zwei durchfliegt... Ist, glaube ich, somit das Beste auch. So, dann können wir nämlich hier auf den Bogen schießen. Dann geht er durch ein paar durch. War nochmal deutlich mehr Schaden. Ja, das sollte ganz gut klappen. So, wir müssen den hier auf jeden Fall aufhalten. Dass die hier nicht so extrem uns ärgern. Okay, das ist gerade nicht so schön hier. Ich würde gerne hier durch. Okay, jetzt sammeln wir mal die Dinge, den Orb hier ein. Und dann, ja, ist alles nicht so schön. Wir machen den hier mal. Wir fokussieren uns auf die Beastie Gores. Die können wir staggern. Das ist, glaube ich, somit das Beste, was wir gerade machen können. Okay, alles in Ordnung, würde ich sagen. Ist alles gerade nicht mehr so in Ordnung. So, den Assassinen müssen wir irgendwie bekommen. Okay, das ist sogar ganz gut, wenn wir hier durchkommen. Uiuiui. Mann, oh Mann, oh Mann. Was haben wir hier? Endlosbomben. Okay, wir nehmen mal ein bisschen Munition. Wir nehmen wieder mit. Und es ist besser, wenn wir gerade ein bisschen zurückgehen. B-b-bim. Den holen wir mal so hier weg. Jetzt haben wir noch irgendwo einen anderen Beast-Server bekommen. So, den müssen wir jetzt aber auch wegholen. Das ist jetzt genug hier. Ja, verdammt. Ich glaube, den Storm kriegen wir gerade nicht so flott hier weg. Wir machen mal Folgendes. Ich habe nämlich so irgendwie ein Gefühl, dass da gleich was hinterkommt. Ah, nee, hat geklappt. Immerhin kriegen wir noch ein bisschen Munition hier mit. So.
Ja, der Stormer muss halt jetzt einfach weg, weil sonst wird es ungemütlich. Bin mir nicht gespannt. Ich weiß nicht, ob der Assassine sogar noch da ist oder nicht. Aber ich möchte es auch nicht herausfinden. Ich gebe nochmal hier Gas hoch. Hopp, 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 hopp. Okay. Ich glaube, das war eine Patrouille gewesen, wenn ich ehrlich bin. Kann gut sein. So, wir nehmen auf jeden Fall noch ein Bier hier mit. Dann holen wir den hier mal schnell noch weg. Und dann hopp, hopp, hopp. So, dann nehmen wir noch die Mogrims mit, die irgendwo rumliegt. Okay. Haben wir. Wir gehen nach hier unten. Da sind wir erstmal für ein paar Sekunden sicher vom Assassinen. Wir holen mal Gruber erst hoch. Und dann Salty, dann gehen wir gleich nochmal hoch und holen nochmal eine Mogrim. So, okay. Gehen wir nochmal grad. Oh, warte. Oh, Kuba hat auch eine gehabt, okay. Okay. Interessant. Dann holen wir uns jetzt nochmal das Zeug von hinten. Nehmen nochmal die paar Coins hier mit. Hopp, 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 hopp. So. Ja, den müssen wir jetzt hier fokussieren. Der wird wieder ungemütlich. Ah, okay. Ist jetzt schon ungemütlich geworden. Oh, es wird halt direkt hier wieder ungemütlich. Das ist echt schlimm. So. Ich hoffe, das hat gereicht. Okay, hat nicht so gereicht. Wir holen Kuba hoch. Der wird hier schauten wieder. Sehr nice. Und ich hoffe, die Mogrim wird hier den Rest wegholen. Ja, so ungefähr. So, schön hier rechts stehen, nicht, dass irgendwas Blödes passiert. So, okay, Hokrat ist auch weg. Jetzt noch ein bisschen Munition. Willst du noch ein bisschen Munition mitnehmen, Victor? Jawohl, macht er. Nice, nice. Und dann geht's aber auch wirklich ein bisschen weiter. Wir nehmen noch die Coins hier unten schnell mit. Gibt's generell noch relativ viele Coins. Wir könnten uns vielleicht auch noch mal einen, Bogen kaufen, sage ich schon. Das Schwert-Upgrade holen vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher gerade. So, der muss jetzt hier auch weg. Drei Pfeile sollten genügen. So. So, da oben noch ein bisschen ärgern hier. Okay, sehr schön. Kommt hier oben noch mehr. Da oben ist irgendwo ein Leech gewesen, habe ich gesehen. Und ich muss mal hier ganz kurz anhalten hier. Da hat es mich gerade hier ziemlich übel an der Nase juckt. So. Die Beast Goss weg. Was haben wir hier bekommen? Ich glaube, wir haben irgendwas an. Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir? Ach, Ausweichen haben wir bekommen. So. Aber Ausweichen ist auch in Ordnung. So, oben sind Archer. Dann machen wir den hier mal. Dann ist die Hälfte hier schon erstmal wieder weg. So, den können wir noch ein bisschen ärgern. Die Hochratte können wir auch noch so ein bisschen ärgern. Und den Assassin hinten können wir auch noch ein bisschen ärgern. So. Und den müssen wir jetzt schnell wegholen. Komm schon. Okay, sollte reichen. 50% mehr, das ist auch gut fürs Team. Solange wir am Leben sind, geben wir unseren Mates ein bisschen mehr. Okay, so, ein bisschen zurück hier, schnell. Schnell zurück, Mr. Salty. Oh, das ist natürlich nicht so schön, dass Salty hier gerade da lang ist. So, schnell den hier machen. Okay, aber ich werde jetzt zu Baden durchpushen. Das macht jetzt wenig Sinn, dass wir jetzt hier irgendwie nochmal warten. So, 22 Pfeile haben wir noch. So, okay. Durch die Horde kommen wir jetzt langsam hier durch. Okay, hopp, hopp, hopp. Gehen wir mal hier hoch. So. Nehmen die Coins natürlich noch mit, bevor wir bei Baden sind. Wollen wir Baden schnell hoch. Und dann sagen wir mal hier Hallihallö. So, irgendwo ist ein Rattling Gunner. Wir geben erstmal die Bombe zu Baden. Der kann damit mehr anfangen. Oben springt irgendwo ein Rattling Gunner rum, aber den bekommen wir hoffentlich. Wir gehen mal nach oben, dann können wir die vielleicht latchen. Komm schon. Oh, verdammt. Wieder nicht schnell genug hier. Wir können den hier so wegholen. Ah, nice. Haben wir sogar einiges weggeholt. Hier sind nochmal Medicals. Sehr nice. Und irgendwo kommt ein Assassine. Da hinten.
Aber den haben wir. So. Wir machen folgendes. Wir nutzen die Flagge hier so, um uns ein bisschen so voranzudrücken. Können wir den hier noch? Okay, gut, gut. Ist auch weg. Wir kriegen auch noch eine Kiste. Ich glaube, die Kiste könnte hier sein. Oder weiter hinten. Aber ich glaube eher hier, wenn ich ehrlich bin. Ah, nee. Sieht aus, als ob die weiter hinten ist. Die ist weiter hinten. So, ich gebe erstmal meinen Trank hier weiter. Ich möchte nämlich nicht den Dingens hier haben. Und dann machen wir den hier mal. Ist ein bisschen besser so. So, Coins haben wir genug. Wir können uns nochmal einen Upgrade leisten. Die sind ja auch sehr, sehr teuer. Oder einen Boon. Hm. Vielleicht auch beides. Müssen wir mal gucken. So, ich passe auf jeden Fall auf, dass ich hier niemanden unnötig treffe. Ja, wir können uns beides leisten, nicht wahr? Life Share, okay. Ist in Ordnung. Aber das brauchen wir gerade noch nicht eigentlich. Obwohl, wenn jemand down geht, dann können wir natürlich... Das ist relativ gut dann sogar. Tut mir leid, Salty. Ich muss hier ein bisschen auf alles draufhauen. Okay, vielleicht können wir nochmal helfen, aber sieht ja nicht so aus. So, irgendwo ist auch noch ein Assassine. So, haben wir geschubst. Sehr schön. Okay, gut. Ich nehme nochmal die Mokums dann an. Hol hier mal schnell noch die Gasratte und so weg. Okay, gut, gut, haben wir. Dann holen wir nochmal den Beastogor hier weg. Okay. Munition gibt's hier. Und, oh, warte, warte, wir müssen zurück. Für Salty müssen wir zurück, ich habe nicht dran gedacht. Okay, so viel dazu. Okay, ich glaube nicht, dass das reicht. Vielleicht reicht das, ich bin mir nicht sicher. Wir hatten halt die Kisten noch nicht gehabt und ich hatte halt auch nicht gerade angedacht. Weil die Kiste wird vielleicht hier oben sein. Die wird wahrscheinlich hier oben sein. So wie ich das Spiel kenne. Ja, da ist die Kiste. So, aber ich gucke nochmal hier unten schnell. Denn vielleicht kriegen wir unten noch ein bisschen Zeug zu mitnehmen. Ein Coin fehlt uns noch für ein Upgrade. Genial. Okay, jetzt haben wir genug. Ja, Salty bekommen wir so leider nicht mehr. Wir bekommen Salty so leider nicht. Ist ein bisschen schade, aber ist halt so. So. Dann holen wir da die hier so ein bisschen weg. Ich möchte meinen Hackbank gerade noch nicht nutzen. Aber es sieht so aus, als ob wir das gleich müssen. So, okay. Bran hat gerade die Bombe platziert. So, Assassine stirbt durch die Bombe oder durch uns. Wir nehmen uns nochmal ein Bier hier mit. Das kann nicht schaden. Boah, natürlich waren wir wieder ein bisschen zu langsam, um die Fahne hier zu stoppen. Aber es ist, wie es ist. Wir haben Elite Einheiten plus, nicht wahr? Ja, aber nee, Elite Gegner nicht. Nicht Elite Einheiten. Okay. Wir warten. Wir warten nochmal eine Sekunde. Wenn jetzt die Horde kommt, ist es nicht so schön. Ich muss echt nochmal gucken, was wir hier, Beyond Scuba oder was auch immer in der letzten Folge geholt hat. Nice, die singen. Nice, nice. So. So werden wir die ja auch ganz langsam los. Okay, nice. Aber Treppenkämpfe sind gefährlich. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen jetzt. Wir machen gerne diese Stiche nach oben, die extrem, extrem schnell sind. Okay. Dann machen wir schnell die Kiste hier und gehen runter. Ist zumindest so die Idee. Ist zumindest meine Idee. So, okay, gut, der ist weg. Okay, was haben wir? Plünderer. Ah, das ist nicht so schlimm. Wir warten mit unserem Ult und gucken mal, dass wir hier die Specials hinten wegholen. Ist, glaube ich, so das Beste, was wir machen gerade. Oder was wir machen können. Und dann ärgern wir die Beastogors oben mal wieder ein bisschen. So. Oh, natürlich schön, der hat uns hier getroffen. So, können wir hier Kuba helfen? Ich bin mir nicht so sicher, ich habe mal eine Bombe auf ihn geworfen.
So, alle bitte hier in die Bombenreichweite. Okay, alles in Ordnung. Warte, unsere Bombe ist einfach durch den Boden geflogen. Okay, so viel dazu. Ist natürlich nicht so schön. Okay, wir müssen jetzt hier gucken, wie wir das am besten machen. Erstmal müssen wir die Flagge wegholen. Dann müssen wir uns hier ein bisschen Dingens holen. Ein bisschen die Kleine hier wegholen, meine ich. Jetzt müssen wir nach oben gehen. Weil die Bombe hier oben ist. So, alle hier in die Bombe. Perfekt. Und dann geben wir Baden mal die Heilung. Okay, Baden hat schon Heilung. Ja, wir können Gruber halt jetzt auch nicht so Kiste, nicht so extrem weit zurückgehen. Das ist ein bisschen schade. So, wir nehmen das hier mit. Wenn wir, halten wir die... Ob wenn du sichtbar wirst. Ja gut, wir werden nicht unsichtbar. Das ist halt so das Problem. Das ist so das Problem. Ich klamme mir mal das Dingens hier. So, dann gehen wir hier langsam nach unten. Ich wollte jetzt nicht nochmal Bier nehmen, aber ist auch in Ordnung. So, Baden kann sich ganz normal seine Munition mitnehmen. Bier haben wir genug. Und dann holen wir mal die beiden Mates hoch. Oh, es hat sogar ausgereicht, um den Flagbearer wegzuholen. So, okay, nice, nice. Den können wir runterschubsen. Den können wir auch runterschubsen. Komm schon. Noch einmal. Nochmal. Okay, wir können den nicht runterschubsen. Hinter uns kommt eine Rattling, aber da bin ich jetzt nicht so... Da habe ich jetzt nicht so wirklich Angst davor. So. Da müssen eher die Feinde ein bisschen Angst haben. Wir bleiben mal hier stehen. Und holen mal die Hochrad hier weg. Kommt der hier gerade hoch? Oder rennt wieder weg? Munition bekommen wir wahrscheinlich nochmal unten. Das ist gut möglich. Aber wir können auch mal ein bisschen sparen. Genau, Baden wirft gerne nochmal hier in Mokrims rein. Sehr nice. Wir machen nochmal den hier. Da können wir auch nochmal ein bisschen Munition zurückholen. Und dann gehen wir mal hier runter und holen unsere Mates. Poison L, wir nehmen Prophetic Strike mit. Vielleicht wird uns das ein bisschen helfen. So, dann holen wir nochmal hier den Stormwormen weg. Und den Kleinen hier auch. Ja, ich müsste die wegholen, oder? Hm. Ich guck mal nach hier, dass wenn der Assassine hier hinspringt, dass wir nur abwehren können. Okay, so viel dazu. Okay, ich gehe jetzt hier ins Portal. Ich gehe jetzt hier schön ins Portal rein. So, ich nehme mal die Mokrims und gebe die mal Baden hier weiter. So. Wie schnell er hier gerade hin und her gesprungen ist. Ist ein Wunder gewesen, dass ich ihn nochmal hier bekommen habe. Nice, nice. Okay, aber irgendwie sind wir immer noch hier drinnen. Jetzt gleich kommen wir zu... Also jetzt gleich morgen kommen wir dann zur Endfolge. Bin ich mal gespannt, wie gut oder wie schlecht das dann läuft. Bin ich mega gespannt drauf. Aber ich hoffe, dass euch der Run bisher so gefallen hat. Und wie gesagt... Dann bis zur nächsten Folge und tschüss.